Hiho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Die Dämonen des Schlafes jagen. Zu Icewind Dale. Ich brauche eine Pause. Was? Wenn es sein ja, ist. In der letzten Aufnahmesession haben wir Bruder Pokelin entdeckt, der uns irgendwie in der Rosthafen teleportiert hat. Also zurück an den Anfang. Und ja, hier ist alles eingeeist. Was ist los? Mit Vergnügen. Und irgendwelche Zyklopen uns. Dein Befehl? Weiter! Sind hier unterwegs? Ja, Zyklopen. Die nur nicht viel können. Woran hast du gedacht? Wenn es sein muss. Also ja, machen wir mal das hier an. Mhm. Ja, in Ordnung. Ich höre. Sag, was es soll geschehen. Was, wenn es dein Wunsch ist? Und wir brauchen halt einen Platz zum Rasten. Hey, Juden. Ist wieder hier. Also Jodel lebt noch, besser gesagt. Oh, man sieht, das Lagerhaus hier ist komplett dem Erdboden gleich gemacht worden. Wie kann ich vorwärts? Dein Befehl, vorwärts! Gucken wir mal, was hat Jodel zu sagen? Ihr, die Götter, sei Dank, ihr seid zurück. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die Riesen kamen aus dem Nichts und das Eis. Es stieg einfach aus der Erde auf und die Einwohner, die Riesen haben sie zusammengetrieben und beruhigt euch, Jon. Wo wurden die Dorfbewohner hingebracht? Sie haben sie in ein Lager gebracht, sie haben Balken aus den Häusern gerissen und damit eine Zäunung im Südwesten der Stadt gebaut, auf der Insel. Ich weiß nicht, ob es ihnen gut geht. Ich will sehen, was ich tun kann. Ich glaube, ich muss mich erst mit diesem Turm befassen. Ihr müsst die Einwohner befreien. Everard ist da unten. Er kennt vielleicht einen Weg in den Turm. Ich habe gesehen, wie die Riesen ihn in den Turm geschleppt und ihn dann wieder ins Lager zurückgebracht haben. Ich weiß nicht einmal, ob er noch geatmet hat. Einer der Bewohner des zerstörten Osthafens hier hat mir erzählt, dass der Rest der Dorfbewohner im südöstlichen Teil des Ortes festgehalten wäre. Er sagte, unter ihnen sei auch der Hohepriester des Dorfes, Everard, der wissen könnte, wie man in den großen Eisturm gelangt. Dann gehe ich zu ihm. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Hier könnt ihr nichts mehr tun. Es gibt eine Sache, die ich tun kann. Die Klinge, die ihr mir gebracht habt vor so langer Zeit, sie ist geheilt. Ich schlief einfach eines Abends ein, während sie neben mir auf dem Tisch lag, und im Traum verschmolzen sie wieder zu einem Stück. Als ich aufwachte, war sie wieder hergestellt. Ich möchte, dass ihr sie benutzt. Benutzt sie, um Everard aus den Klauen dieser Monster zu befreien. Das werde ich, Jonen. Danke, bitte seid vorsichtig. Dieser Turm, da ist etwas Böses in seinem Inneren. Ich kann den Hass von hier aus spüren. Er ist wie Wellen, die von dem Turm ausgehen. Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Wiederhergestellte Klinge Ionens. Die Gruppe hat Erfahrung gewonnen. Ihr habt die wiederhergestellte Klinge Ionens aus Ionens Hand empfangen. Ich passe auf mich auf. Leb wohl, Ionen. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Ja, einverstanden. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Sag, was du... Es soll geschehen. Gut, auch wenn es nicht gerade gemütlich hier ist, haben wir wohl keine große Wahl, als hier zu rasten. Das ist ein Langschwert. Und das ist eine sehr tolle Klinge. Also, solange wir uns in Drachenflugweite des Dinnesheer-Sees befinden, also in Osthafen befinden, also hier, ist es eine +5er-Waffe. Ansonsten ist es nur eine +1er-Waffe. Mit Feuerwiderstand, Kältewiderstand und 5 maximal Trefferpunkte. Diese einst zersplitterte Klinge steckte in der Brust Iskasarachs.
Ikazarachts. Sie war die letzte Matriarchin der weißen Drachen, die von den Grad der Welt regierten. Die Klinge wurde von Ionen geführt, einem entfernten Vorfahren von Jode, dem Fischer aus Osthafen. Das Schwert verlag fast ein Jahrhundert lang auf dem Grund des Sees und wartete darauf, an einen Nachkommen seines früheren Besitzers zurückgegeben zu werden. Wie sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt wurde, ist nicht bekannt. Doch auf jeden Fall sieht die Klinge wie eine mächtige Waffe aus, mit der ihr dazu beitragen könnt, Osthafen von Bruder Pockelin zu befreien. Diese Klinge scheint ihre Macht direkt aus dem Tidischer See zu beziehen. Solange ihr Träger sich in Drachenflugweite des Sees befindet, ist sie eine furchteinflößende Waffe. Ja. Ja. Dann verstauen wir das Ding erstmal. Wie kann ich helfen? Ich bin müde. Wir müssen rasten. Machen ein Quicksave. Und ihr könnt hier nicht rasten. Gut. Ich muss Stimmt, haben wir, glaube ich, in der letzten Aufnahmesession auch ausprobiert und haben es gemerkt. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Das war gerade ein komisches Geräusch. Ach so. Nah. Ach so, der Zyklon versucht, das Eichhörnchen zu zerstampfen. Ja, Eichhörnchen hat uns nichts zu sagen. Ich nicht zerquetschen. Komm raus, blöder Humun. Ich nicht zerquetschen dich, wenn du nun rauskommst. Ja, das ist garantiert gelogen. Verstanden. Hallo, wer ist hier drin? Ja, das war mal. Das war mal die Schenke. Ja, gewiss. Vielleicht können wir uns im Keller verstecken und da ausruhen. Oh. Unser Captain ist ein Mann in Frauenkleidern. Warte mal, Kumpel. Trinkt mit einem mit dem einen Diät und stimmt ein in seinen Seemannsgarn. In Ordnung. Eda, Kumpel, wir sind erledigt. Alle Riesen und Kinder werden von den Frauen in der Festung südlich von der Stadt gehalten. Hinter der Brücke. Everard ist auch gefangen. Komm, trinkt einen mit Jet, dann können wir uns die Zeit vertreiben. Was ist passiert? Warum wurde Everard gefangen genommen? Ach, was willst du von mir wissen? Da waren die Schnarchriesen. Es kommen Riesen in diese Stadt. Sie haben nur ein Auge zum Sehen. Ja, ja, und die Schnarch, Schnarch, Akalia, hübsches Ding, Schnarch, Everard, beschützt, gefangen, Schnarch. Wir haben den alten Jet betrunken im Keller der Winterwiege gefunden. Er sagte uns, dass Everard und die anderen Dorfbewohner von Riesen gefangen worden seien und in einer Palisadenlage im Sinne des Dorfes hinter der Brücke festgehalten würden. Kaum hatten wir unser Gespräch mit ihm beendet, verlor er die Besinnung. Lepoliert. Ja, können wir hier rasten? Ja, können wir. Der säuft sich also hier unten voll und... Ja. In Ordnung. Jetzt sind wir wenigstens wieder... frisch. Weiter. Und ausgeschlafen. Aber wenn man sagen muss, diese Zyklopen sind, ehrlich gesagt, sowas von kein Problem. Ich meine,
meine, sie haben eine grobe Kelle, wenn sie mal treffen, aber treffen ist so ein Problem bei denen. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ist etwas nicht in Ordnung? Also gut, das können wir ein bisschen heilen. Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Weiter. Okay, hier ist immer noch unser Eichhörnchenfreund. Die ganzen Knochenkopfforellen sind im Eimer. Also ja, Taverne zur Winterwiege steht uns offen. Um und dort im Keller zu rasten. Tach. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Okay, die haben wirklich jeden hier eingepfercht. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Können wir mit allen durchreden. Den Göttern sei Dank, dass ihr da seid. Ihr solltet besser rüber zu Everard gehen und mit ihm sprechen. Seine Schlachtroter haben sie ganz schön verdroschen, aber er hat noch genug Kraft, um uns an einen sicheren Ort zu führen. Ich werde sofort mit ihm reden. Ja, die Kinder. Ist das eine echte Klinge? Nimmst du mich Huckepack? Ja, okay. Ich habe einen großen Fisch gefangen, aber er ist entwischt. Everard steht hier. Das ist der Wirt. Bitte, ich will nicht sterben. Nicht hier, nicht auf diese Weise. Ihr müsst irgendetwas tun, fragt Everard. Ja, das ist die Idee. Er weiß sicher, was zu tun ist. Ich werde sofort mit ihm reden. Was sagt Damien? Ich habe Angst. Bitte macht, dass die riesigen Monster mich nicht auffressen. Weißt du, ich glaube, du bist besessen von der Vorstellung, du könntest von Monstern gefressen werden. Schon gut, leb wohl. Gaspar? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, euch wiederzusehen. Ich habe schon geglaubt, dass wir früher oder später als Futter für diese einäugigen Bestien enden. Gebt acht, vielleicht sind noch mehr in der Stadt. Ich werde die Augen nach ihnen offen halten. Ja. Everard. Ihr seid zurückgekehrt. Ich hoffe, ihr kommt nicht zu spät. Everard, geht es euch gut? Ja. Die Riesen hatten mich in den Turm geschleppt. Sie wollten mich zwingen. Glyphen zu beschwören. Die Glyphen zu... Warte, die Glyphen zu Jerotstein? Ganz recht. Wenn sie ihn öffnen, dann sind wir alle verloren. Pokalin. In seinen Armeen würden alle Kreaturen der Hölle marschieren. Ganz Verruhn würde zerstört werden. Everard, ich muss in diesen Turm kommen. Ich werde euch das Zeichen zeigen. Das Eis gibt unter einem Symbol nach. Gekreuzte Hände, Blut an den Handgelenken. Damit solltet ihr den Turm öffnen können. Ich werde euch später folgen, wenn ich kann. In Ordnung, dann mache ich mich auf den Weg zum Turm. Dein Befehl. Oh, noch eine Stufenerhöhung. Ja. Ihr habt erfahren, wie ihr nach Krishal Tirith kommt. Ich habe den Hohenpriester des Tempus Everard in dem Sklavenlager im östlichen Osthafen gefunden. Er hat mir das Zeichen gegeben, mit dem ich in den großen Eisturm gelangen kann. Lunastra, Tarion und Elana haben eine Stufe Aufstieg, was praktisch ist. Rettungswürfe, 1., 3. und 4. Grad, 2 Trefferpunkte, gut. Dann vergeben wir das Ganze nochmal. Ich finde es lustig, sie hat 12 eingeprägt, aber kann nur 9 lernen. Wie auch immer das geht. 3. Grad.
kriegst du nochmal so einen und... Schien es gewesen zu sein. Ich weiß auch gar nicht, damit man besser sieht, dass die Zauber verbraucht wurden. Wahrscheinlich ja. Sind sie dann grau auch noch umrandet? Ich frage mich zum Beispiel, warum die Verteidigungskoordination hier nicht aufgefrischt wurde. Naja. Dann zu dir, Stufenaufstieg.